Hello Foodies! Willkommen zu einem neuen Yummy Pilgrim Video, einem neuen Food Haul. Der erste Food Haul übrigens dieses Jahr für mich, für uns. Wir haben noch mehr gekauft, aber ich wollte euch jetzt mal hier so eine Auswahl zeigen, wie man mit unter 20 Euro sehr gute Basics findet im Discounter. Wir waren jetzt heute bei Aldi, also ja, findet man bei Aldi. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gern dran! Also, ich habe, das sind jetzt unter 20 Euro und das sind alles Sachen, also alles gute Basics. Sachen, mit denen man sehr viel anfangen kann, plus sogar ein paar Snacks. Ich empfehle natürlich, das ist das A und O, Obst und Gemüse. Das ist nicht inkludiert jetzt hier, ja. Obst und Gemüse wäre nochmal extra. Ich würde sagen, wenn man für 10 Euro Obst und Gemüse nochmal einkauft, dann habt ihr 30 Euro und damit, ihr wisst, meine berühmt-berüchtigte, zumindest mögt die sehr gerne, sehr beliebte 30 Euro in der Woche Vegan-Challenge, die ich ja schon ein paar Mal gemacht habe. Und ja, es wird dieses Jahr auf jeden Fall nochmal kommen. Also sorry, dass ich das nicht nochmal erneuert habe, aber ich werde es auf jeden Fall nochmal machen. Ihr könnt mir ja schon mal schreiben, wo ich am liebsten einkaufen sollte, eurer Meinung nach, was ihr gern sehen wollt für die nächste Challenge. Jedenfalls hätte man dann die 30 Euro voll, so mein Gedanke. Und daraus kann man sehr viel dann zaubern. Wirklich viel. Also wirklich viel. Vielleicht geht es sogar über eine Woche hinaus oder man kann sogar für zwei kochen. Oder mehrere, jedenfalls. Also, ich fange jetzt mal an. So, was bei mir nie fehlen darf, wisst ihr vielleicht, habt ihr meinen Vegan Basics gesehen, ist Tomatensauce bzw. Tomaten aus der Dose oder Passata. Ich habe jetzt hier, das ist Passata. Mag ich ganz gerne, wenn ich die finde, diese Rustica. Ja, Rustica. Weil ich mag das, wenn so ein paar Stückchen drin sind. Ich finde das ganz lecker. Deswegen am liebsten die. Die ist auch schon gewürzt mit Salz. Also besser wäre natürlich, wenn die komplett Natur belassen. Gibt es manchmal in manchen Geschäften, jetzt bei Aldi nicht. Die ist dann schon gesalzt. Aber ja, muss man wissen, weil wenn man das dann würzt, ne, dass man da nicht überwürzt. So. Und damit kann man super viel anstellen. Mit Dingen, die ich euch jetzt zeige, die ich gekauft habe, aber auch anderes. Also die natürlich das, was auf der Hand liegt, Tomatensauce, ganz einfach mit Pasta. Ich meine, Tomatensauce und Pasta ist wahrscheinlich das vegane Essen, was jeder Mensch schon gegessen hat auf der Welt. Also jeder, der sagt, ich habe noch nie vegan gegessen, Pasta mit Soße war sicherlich vegan. Aber man kann auch dann daraus zaubern, Bolognese. Vegane Bolognese. Ich habe euch ja erzählt, man kann zum Beispiel rote Linsen nehmen oder aber, und das gab es halt bei Aldi auch, Sojagranulat. Das sieht so aus. Finde ich sehr cool, dass die das haben. Das ist sehr fein. Könnt ihr dann wie Hack verwenden. Und das ist cool, dass es getrocknet ist. Das hält nämlich ultra lange. Also das könnt ihr bis Ende des Jahres noch verwenden und dann bei Bedarf rausholen. Da müsst ihr nochmal Feuchtigkeit reinbringen, also nochmal rehydrieren sozusagen. Und zwar mache ich das ganz gerne mit Gemüsebrühe und würze die sehr, sehr stark nochmal mit Hackfleischgewürz. Also weniger Brühe, dass das nur so gerade bedeckt ist, aber sehr stark gewürzt und dann zieht es nämlich mit ein in das Granulat. Genau, und dann könnt ihr das sehr gut benutzen für was auch immer. Zum Beispiel gefüllte Paprika oder eben Bolognese oder was auch immer ihr mit Hackfleisch und Soße oder so anstellen wollt. Aber das wäre nur so eine kleine Idee. Jedenfalls, das gehört dazu. Dann, was ich auch immer halbe Hülsenfrüchte, das ist euer Freund, da holt ihr euer Protein. Soja natürlich auch sehr proteinreich. Grüne Erbsen, ja. Warum nicht? Eine leckere grüne Erbsensuppe zum Beispiel. Auf meinem Insta-Kanal habt ihr vielleicht mal gesehen, da habe ich eine marokkanische Linsensuppe Erbsensuppe gemacht, die sehr, sehr lecker schmeckt. Die habe ich schon jetzt des Öfteren gekocht und ich dachte, damit werde ich es auch wieder machen, weil dafür werden dann ganz gerne, wenn dann Erbsen, getrocknete genommen. Ich finde auch getrocknete Hülsenfrüchte immer ganz vorteilhaft, weil ihr da mehr kriegt für weniger Geld, ne? Und es schmeckt natürlich auch besser, weil es nicht nach Dose schmeckt. Ist natürlich ein bisschen zeitaufwendiger, aber es lohnt sich am Ende des Tages. Kommt drauf an, was man macht. Natürlich, TK-Erbsen sind auch super, aber es kommt drauf an. Also rote Linsen zum Beispiel oder Kichererbsen sind super getrocknet. Die gibt es auch übrigens. Dann ein Basic ist Haferdrink natürlich. Seht ihr hier? Ja, kann man natürlich für alles Mögliche nehmen. Ich mag ganz gerne mal Müsli damit essen. Apropos Müsli, habe ich auch ein Müsli hier. Ein Basis-Müsli, ein Cerealien-Mix, der auch ohne Zucker, ich meine, oder hoffentlich? Weil, ach nee, da ist doch Zucker drin, Rohrzucker, ja. Dachte, nein. Okay. Hat mich jetzt etwas enttäuscht, weil eigentlich suche ich meinen Müsli ganz gerne ungesüßt aus, weil wenn ich was Süßes noch dazugeben will, dann in Form von Frucht, von frischer Frucht am liebsten oder halt manchmal auch getrocknete Früchte.
Gut zu wissen, das glaube ich, hole ich dann nicht mehr. Aber ich meine, es gibt auch Müsli ohne Zucker oder ihr holt einfach nur Haferflocken. Die sind super günstig, ja, ist noch besser sogar. Und ihr könnt euren Mix zum Beispiel selber machen, wenn ihr wollt. Dann als nächstes Reiswaffeln. Das ist auch ein toller Basic-Snack. Aber man kann daraus, und das habe ich ja auch schon mal hier auf dem Kanal gezeigt, und das habe ich wieder vor damit, vegane Mettwurst machen. Denkt der ein oder andere, what? Wie soll das gehen? Schaut in mein Video, das ist wirklich möglich und schmeckt sehr lecker, sehr, sehr lecker. Sogar sehr würzig. Und tatsächlich sieht es so aus. Und durch die, ja, durch einfach die Gewürze und dann die Zwiebel oben drauf und so, hast du echt das Feeling davon. Also es könnt ihr mal ausprobieren. Also wer zum Beispiel sehr auf Matt steht und es jetzt einfach mal in vegan ausprobieren will, probiert es unbedingt aus. Dann als nächstes Wraps. Das sind so Meerkorn mit Kleinsamen-Wraps. So, das ist immer ganz toll zu haben. Also wirklich ein gutes Basic zu haben, wenn man, wenn einem nichts einfällt, was man machen will, ne? Und ihr habt einfach so Restgemüse oder irgendwas. Oder ihr habt noch so Rest von der Bolognese, ne? Dann ist es toll, das so einzurappen. Das könnt ihr zum Beispiel machen und dann so Enchiladas machen. Nochmal die Soße oben drauf, überbacken, fertig. Oder ihr macht das so als kalten Wrap. Oder ihr toastet es nochmal in der Pfanne oder so von beiden Seiten. Macht so einen Crunch-Wrap. Was auch immer. Also es ist ganz toll, so ein Mittagssnack und sehr gut für Resteverwertung, finde ich immer Wraps. Weil ihr könnt da alles reinhauen. Je mehr, umso besser. Genau. Und was ich da ganz gerne mache auch, was ich ganz gerne auf den Wrap tue, als, ja, so als Soße oder als Creme, ist sowas wie Hummus. Also ist auch ein tolles Basic natürlich. Kann man auch selbst herstellen mit den Kichererbsen, wie ich vorhin genannt habe, natürlich. Aber ich habe es jetzt einfach mal mitgenommen. Klassisches Hummus gibt es auch in Pikant, meine ich. Das ist ganz toll, das einfach auf den Wrap zu streichen und dann einfach beliebig belegen. Da könnt ihr wirklich alles Mögliche reinhauen. Umso mehr, umso besser. Versucht mal wirklich so kreativ zu denken und wirklich einen wilden Mix zu machen. Ich sag euch am Ende, das schmeckt. Vor allem achtet darauf, dass ihr das so ausgewogen macht wie süß, salzig, sauer. Ne? Diese Geschmäcker, wenn ihr das irgendwie so vereint, dann schmeckt meistens das Essen gut. Und dann zum Beispiel, was ich auch sehr gerne hole, sei es jetzt für Brot, als Brotaufstrich oder wenn ihr zum Beispiel die Reiscracker snacken wollt, als zwischendurch einfach so, mittagstief, oder ihr wollt jetzt euren Wrap auch noch bestreichen, ist sowas immer ganz lecker, diese ganzen Streichcremes, Gemüsestreichcremes, da gibt es ja diverse. Das ist jetzt nur eins, das sie, glaube ich, zur Weihnachtszeit noch hatten, aber die haben auch andere permanent. Bio-Streichcreme, Sonnengemüse, genau, ist das jetzt. Mit Sonnengemüse, so sieht es aus. Ich finde die Farbe ganz lecker. Also sowas spricht mich immer ganz, also immer an, wenn es so eine Farbe hat. Und da sind halt diverse Gemüsesorten nochmal mit drin. Aubergine, Paprika, Zucchini und so weiter. Genau, und das ist ganz lecker, das auf den Wrap zu streichen. Dann habe ich nochmal ein Soja-Granulat, oder nee, nicht Granulat, dehydriertes Soja gekauft und zwar grob. Das gibt es nämlich auch. Also das Feine, ich zeige es nochmal als Vergleich. Das eine, wie fein das ist, wirklich wie Hack. Und das hier ist so richtig grob. Und das könnte man zum Beispiel sehr gut machen, geschnetzeltes. Da ist zum Beispiel der Haferdrink ganz gut. Wenn ihr das zum Beispiel andickt oder so und daraus eine Soße macht. Oder das mit Champignons, wie hier auf dem Bild auch Champignons. Mit Reis esst oder Paprika, so ein bisschen Gulaschmäßig oder so. Also was ihr wollt, könnt ihr damit machen. Da muss man auch wieder Flüssigkeit zugeben, damit das wieder weich wird. Genau, aber ansonsten ist es genauso zu machen. Es ist einfach nur gröber und ihr habt mehr Biss. Das wäre zum Beispiel auch lecker, so Tex-Mex und dann in die Wraps eingerollt. Also diverse Sachen lassen sich damit machen, die wirklich alle miteinander harmonieren hier. Ein Joghurt, das ist jetzt Natur ohne Zucker. Ich mag immer das ganz gern, weil das könnt ihr dann wählen als entweder salzig oder, also herzhaft oder süß. Entweder morgen zum Beispiel mit dem Müsli, mit Früchten und so weiter oder zum Mittag so als Snack oder zum Dippen. Das ist auch immer ganz toll. Hummus lässt sich auch zum Beispiel sehr gut dippen, das habe ich vergessen zu sagen. Genau, aber ihr könnt es halt auch gut herzhaft nehmen, wenn ihr zum Beispiel eine Gurke habt, das noch mit reinschneidet, so ein bisschen Tzatziki-Style. Das ist ganz lecker zum Beispiel damit, wenn ihr das mit Gyros-Gewürz jetzt angebraten hättet und ihr hättet dann so ein kleines Tzatziki nebendran. Geht. Oder das dann in den Wrap einwickelt. So ein bisschen Döner-Style, aber weicher. Mit anderem Gemüse, Kraut und so. Ja, alles möglich, alles möglich. Genau, also einfach ein Joghurt. Und dann zum Beispiel
habe ich noch, genau, das ist jetzt eine Aktion gewesen, das haben sie jetzt nicht immer da, von Vivera, vegane Nuggets, aber ich wollte euch nur mal zeigen, dass es halt auch sowas gibt natürlich. Ja, Fleischersatzprodukte, sehr viele auf dem Markt. Ich meine, Deutschland war sogar an der Spitze der Fleischersatzprodukten. Also sie haben so viel wie kein anderes Land rausgebracht tatsächlich. Es gibt ja diverse, also in jedem Supermarkt, in jedem Discounter findet ihr jetzt Fleischalternativen, was ich super finde. Diese hatte ich noch nie, deswegen habe ich die jetzt mal mitgenommen. Die sind aus Soja und auf Soja- und Weizenbasis vegane Nuggets. Und die lassen sich einfach ganz toll im Airfryer zubereiten. Könnt ihr auch braten oder im Backofen natürlich machen. Und das ist auch toll im Wrap. Keine Ahnung, wenn ihr dann euer Gemüse habt, das dazu zu essen oder so. Also nur so als... Ihr denkt bestimmt, warum hat Peach das immer mal seine 5 Minuten, wenn wir hier filmen? Weil ich ihn davor fütter, damit er mich in Ruhe lässt. Aber ja, dann passiert das. Er hat dann danach das Bedürfnis, rumzuspringen. Deswegen Crazy Cat wieder. Das waren die Fleischersatzprodukte. Und dann nochmal als Snack, und das kann ich euch empfehlen, weil ich das schon mal gekauft habe. Das schmeckt super lecker. Quinoa Flips sind das. Die haben noch andere Geschmacksrichtungen, die mich aber nicht so ansprechen. Das hier ist sehr lecker. Das ist Gurken-Dip-Geschmack. Also es gibt auch sehr viele Süßigkeiten, die vegan sind. Bei, da steht auch vegan hier nochmal drauf, bei Aldi auch süße Sachen. Die haben auch, glaube ich, Gummibärchen und so weiter. Aber das hat mich jetzt echt überzeugt. Die sind echt lecker. Das schmeckt so ein bisschen wie Tzatziki, nur ohne Knobi. So eine Art. Also wirklich so nach Sour Cream mit Gurke. So müsst ihr euch das vorstellen. Das sind halt so kleine Flips. Sehr, also relativ klein. Sehr lecker. Also ein bisschen Suchtgefahr. Das dürft ihr nicht vergessen. Aber sehr lecker. Okay, oh mein Gott, hört ihr das überhaupt? Oh ja, absolut gestört gerade. Peaches? Jetzt tut er so, als wäre nichts gewesen. Okay. Genau, das waren jetzt meine Einkäufe für unter 20 Euro. Um es nochmal exakt zu sagen. Moment, ich habe das aufgeschrieben. 18,97 hat jetzt dieser Einkauf gekostet. Nur damit ihr so ungefähr das euch vorstellen könnt. Und wie gesagt, wenn man jetzt nochmal 10 Euro hätte für Obst und Gemüse frisches oder auch Theka, ich kann das echt empfehlen. Gerade Obst, Theka ist sehr gut. Ihr wisst ja zum Beispiel, Beeren sind ja sehr teuer, aber Himbeeren tiefgefroren sind relativ günstig. Ja, und ihr kriegt viel mehr und die halten sich lange, weil Beeren müsst ihr eigentlich an einem Tag konsumieren und dann sind die ja schon wieder verschimmelt. Das passiert natürlich nicht bei TK. Genau, deswegen schaut auch mal in die TK-Abteilung auf jeden Fall, was das Obst angeht. Gemüse natürlich auch, wenn ihr das mögt, aber frisch fände ich da jetzt persönlich nochmal besser. Kommt auch an. Spinat zum Beispiel ist ganz cool auf TK. Jedenfalls das dann zu mischen und ihr kriegt sehr viel raus. Also, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr noch kein Abonnent seid. Es geht natürlich hier weiter mit dem großen Thema Veganuary, weil es ist immer noch Januar. Und wir wollen vielleicht, oder vielleicht wollt ihr, der ein oder andere, die ein oder andere, gerade starten ins vegane Leben. Und ich will euch da natürlich Tipps geben. Deswegen gibt es da ja so mehr so Back to Basics oder so Anfänge, ne, wie man das am besten startet. Und das jetzt wollte ich euch nur zeigen, was man alles vegan einkaufen kann. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr und die üblichen Verdächtigen wie Mehl, Zucker und so weiter. Aber das ist nur so, was man vielleicht auch daraus zaubern kann. Ne? So eine Idee, eine Inspiration. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert und vielen Dank fürs Einschalten. Folgt mir gerne auch auf Instagram, dort heißt ich Funny Pilgrim und dann bis zum nächsten Video.